Moin moin Leute, ich wollte euch mal kurz darüber informieren, dass es jetzt am Samstag wieder mal einen 12-Stunden-Stream gibt. Nämlich so, wie ich das jetzt gerade mache, der Captain Schauschmann lädt euch herzlich dazu ein. An dem Tag am Samstag, den, was wird das nochmal? Ich glaube den 30. ist das. Den 29. zu einem 12-Stunden-Stream auf Twitch. Beginnt tut das Ganze um 11 Uhr morgens und geht dann bis 11 Uhr abends. Und gespielt wird ein Zeug wie Sega Bass Fishing. Und dann müsst ihr natürlich auch so mit mir leben, wie ich jetzt gerade rege, nicht? Das ist einer der effizientesten Sachen, die ich so habe, nicht? Ich glaube, so, ich werde eine Menge Leuten damit mächtig auf den Keks gehen, aber manchen habe ich das Gefühl, das wird. Ich würde da doch ein bisschen gefallen, nicht? Und dann gibt es noch so Sachen wie Hausflipper oder mal wieder Final Fantasy 15. Wir wollen mal wieder mal ein paar Fische angeln tun, wollen wir nicht, ne? Denn City Skylines habe ich auch gedacht, ist auch mal eine gute Idee denn dafür. Oder Skyrim. Ich meine, Skyrim kannst du immer spielen. Ich meine, es ist jetzt schon lange her, dass wir mal Skyrim gespielt haben, nicht wahr? Und dann einfach mal wieder so, ich weiß auch nicht, ein bisschen am Hafen rumlungern und, was weiß ich, irgendwie ein paar Leute nerven oder so. Oder Octodad, das ist auch so eine Sache, da kennst du auch mal. Das klang jetzt schon fast ein bisschen berlinerisch, möchte ich mal so sagen. Ja, ich spare mir das am besten gerade mal auf, für tatsächlich Samstag, weil aktuell bin ich noch ein bisschen verkrampft, ein bisschen verschnotzt und verrotzt und vermotzt. Wettersprünge sind bei mir mal so ein bisschen problematisch und da wir letzte Woche noch knapp 30 Grad hatten an einigen Tagen, bei mir springt das dann immer sehr schnell auf meine Gesundheit um. Aber ja, ich will dann versuchen trotzdem jetzt diesen Samstag mal wieder einen 12-Stunden-Stream zu machen und diese Idee von diesem Hamburg, das haben einige Leute, die Idee fanden sie sehr interessant und wollten da mehr drüber sehen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze denn jetzt ankommen wird. Ich werde mir aber wahrscheinlich bis dahin streamfrei nehmen, weil ich bin ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen groggy aktuell. Mir geht das Ganze ein bisschen auf den Kopf, auf der Nase, Nebenhöhlen sind dicht, also ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe mir echt so einen weggesackt, aber ich sollte das bis Samstag wieder hinkriegen. Und dann sollten wir da eigentlich gut mit bedient sein, dass wir das richtig gut durchkriegen, weil ich will nicht noch einen 12-Stunden-Stream ausfallen lassen. Ich bin da sowieso schon mehr als nur im Verzug, aber Dinge sind, wie Dinge nun mal sind und Situationen sind nun mal, wie Situationen nun mal sind, leider. Also sorry deswegen und auch sorry für den aktuellen Lag an Content. Es läuft heute aktuell alles nicht so, wie ich es mir wünsche oder plane oder denke. Und dann, ja, ist alles ein bisschen schwierig aktuell. Deswegen entschuldige ich mich jetzt schon mal für den Lag an Streams und den Lag an Content. Also sorry dafür schon mal. Ich werde versuchen, dass wir das allerspätestens ab nächste Woche wieder ein bisschen mehr andrehen. Aber wie ja gesagt, also man denkt dann, ja geil, jetzt kannst du wieder durchdrehen und dann denkst du dich auf einmal dein Körper, ach ja, hi, da gibt's sowas, das nennt sich Erkältung. Ich weiß nicht, ob du das cool findest oder so. Und ich denke mir immer so, ich finde das eigentlich nicht cool. Also, wie wär's, wenn der das nicht tut? Okay. Nee, ich werde mich wahrscheinlich jetzt nochmal hinschillen ein bisschen und versuche meine Stimme weitestgehend zu schonen, dass ich den Samstag fit dafür bin. Ergo, ich werde wahrscheinlich Top Gear Specials gucken und schlafen und so ein Zeug. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid Samstag denn dabei. Um 11 Uhr geht es los und wir sehen uns dann hoffentlich da. Bis dahin. See you later.